Kerzen und Blumen zeugen von der tiefen Trauer und Anteilnahme der Wohnsiedlung im Gmünder Stadtteil Herlikhofen. Am Samstagabend wurde hier die 28-jährige Naila B. von ihrem 31-jährigen Ehemann mit dem Messer kaltblütig ermordet. Nach der Tat ruft der Mann die Polizei und gesteht noch am Telefon den Mord. Kurz darauf versammeln sich Polizei und Notarzt in der Wohnsiedlung. Kinder haben geweint. Das war ein Jammertal, könnte ich so sagen. Die Kinder, alle Kinder hier in der Nachbarschaft, die haben alle mitgeweint, als ob sie dazugehören. Die sind zusammen aufgewachsen, die Kinder hier, aber sowas habe ich noch nicht erlebt, dass die Kinder so mitgelitten haben, so Mitgefühl gezeigt haben. Fremde Kinder, auch von der Nachbarschaft. Und das war abartig, also für mich. Also nur gestanden und mitgeweint. Die Polizei nimmt Hamdi B. ins Gewahrsam, der lässt sich ohne Gegenwehr festnehmen. Am Sonntag wird er dann dem Haftrichter vorgeführt. Na, wir haben jetzt die Ermittlungen ja gerade erst aufgenommen. Im Moment läuft die Obduktion des Opfers. Und seit der Festnahme des Tatverdächtigen macht er auch von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, sodass wir momentan ermitteln, als ob es den Täter gar nicht gäbe. Wir müssen ja hier die Nachweise führen und wir sind jetzt mitten in den Ermittlungen. Hintergründe der Tat oder gar das Motiv sind noch unklar. Fest steht, dass sich Naila B. von ihrem Mann vor einem halben Jahr getrennt hatte. Wir haben uns getrennt, weil er die Frage gestellt hat, warum seid ihr getrennt? Da hat sie zu mir gesagt, ja, er hat mich geschlagen. Die beiden Kinder des Ehepaares wurden vorerst in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Das muss jetzt entscheiden, wo die beiden Söhne hinkommen, denn die Familie, die sie hatten, gibt es nicht mehr.